Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Paragon-Kisten. Wir werden nämlich insgesamt wieder 5 Stück aufmachen und ich hoffe, ich kriege jetzt langsam mal so die letzten paar Items, die ich daraus noch brauche. Und dazu würde ich sagen, starten wir gleich mal durch. Ich habe 2 Kisten hier auf Main und nochmal 3 Kisten auf einen Twink. Und ja, meine Twinks, die sind langsam auch überall ehrfürchtig und kriegen dementsprechend jetzt auch schon die ersten Paragon-Kisten. Ich würde sagen, wir starten mal durch. Wir haben einmal eine Kiste Vorräte der wilden Jagd. Die öffnen wir mal. Da waren 3539 Gold drin. Nice to have, aber nicht, dass er sich haben wollte. Dann haben wir die Vorräte der unvergänglichen Armee. Da kann ich ein Toy rauskriegen, unter anderem, und ein Pet, die ich beide noch brauchen kann. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Da haben wir das Pet, oder? Yes! Zumindest das Pet schon mal. Wunderbar. Gut, das wollte ich mir letztens, habe ich mir schon überlegt, kaufe ich mir jetzt im Auktionshaus, warte ich noch. Gut, dass ich gewartet habe. Pet haben wir schon mal. Wichtige wäre aber tatsächlich das Toy, weil das Pet kann man sich mal im Auktionshaus kaufen, das Toy leider, leider nicht. Jetzt würde ich sagen, machen wir hier noch die Vorräte der wilden Jagd beim Twink auf. Die dritte Kiste, da ist auch wieder nur Gold drin. Dann haben wir einmal noch eine Kiste der wilden Jagd. Da ist auch nur Gold drin, okay. Und als allerletztes haben wir dann nochmal eine Vorräte der unvergänglichen Armee als 5. Kiste. Und da seht ihr, da fehlt mir jetzt noch das Toy und... Da ist einfach das Toy drin. Da ist es. Da ist es. Nice, jetzt habe ich diesmal beide Sachen rausbekommen. Also wir haben sowohl das Toy als auch das Pet bekommen. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, habe ich, glaube ich, jetzt einfach alles, was man aus den Kisten kriegen kann. Ne? Gut, jetzt mit ein bisschen Twink-Action. Schauen wir hier nochmal drüber. Ich glaube, da steht jetzt nichts mehr dabei. Hier ist jetzt noch das Toy. Nee, ich müsste jetzt alles fertig haben. Naja, hat sich gelohnt, den ein oder anderen Twink hier noch ein bisschen durchzuprügeln. Ich habe es jetzt weniger wegen den Paragon-Kisten gemacht, sondern mehr, weil ich mit dem ja auch Anima farm, um mir andere Sachen noch kaufen zu können bei den anderen Covenants, aber war halt so ein netter Nebeneffekt und jetzt ging es ein Ticken schneller, dass wir die Paragon-Kisten fertig gekriegt haben. Gut, freut mich an der Stelle, dass wir durch sind und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr mit eurem ganzen Paragon-Gedöns seid. Habt ihr jetzt auch Glück gehabt, dass ihr relativ zügig alles fertig bekommen habt? Schreibt mir es gerne rein. Euer Tela, bis zum nächsten Video, was kein Paragon-Kisten-Opening wird, weil jetzt wird es keine erstmal geben, bis es neue Paragon-Kisten gibt an der Stelle. Also die Serie ist jetzt bis zu den nächsten Paragon-Kisten erstmal auf Eis gelegt, weil wenn ich nichts mehr brauche aus den Kisten, dann gibt es halt auch keine Openings mehr. Ne? Aber es wird sicher wieder was kommen. Blizzard überlegt sich da bestimmt wieder neue Fraktionen mit neuen Paragon-Kisten und dann sehen wir uns dort wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.